Hallo, mein Name ist Ela und ich heiße dich ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute habe ich das Unboxing der Glossy Box für dich für den Monat September. Ich mache mal den Deckel ab. Das ist die Pure Legend Edition. Genau. Ne? Da wollen wir doch mal reinschauen. Sorry. Mache ich mir das mal einmal alles auf. Ne? Hier. Wie immer das Glossy Magazin und Werbung, würde ich sagen. Wir sind jetzt nicht durch. Genau, dann wollen wir mal einmal aufmachen. So, schauen wir mal rein. Da kommen wir als erstes von Luvos eine Hydromaske, eine Heilerdemaske mit zwei Sachets. Hingegen spendet nachweislich intensive Feuchtigkeit. Ja, finde ich gut. Jetzt, wenn die kältere Jahreszeit kommt, nehme ich lieber diese Masken wie die Tuchmasken. Freue ich mich drauf. Feuchtigkeit, wenn es jetzt kühler wird, kann die Haut gut gebrauchen. Ne? Wird ja dann durch die Heizungsluft und durch die kalte Luft, wenn es dann anfängt draußen zu frieren, wird hier immer recht trocken. Dann haben wir von Dove auch eine Handcreme. Auch intensive Pflege für sehr trockene Haut. Reichhaltige Pflege zieht schnell ein. Dann Keramide, wie ich kann es. Ja. Ein Aufbauserum. Ich kann es nicht wirklich aussprechen. Keramide. Keramide. Ich weiß nicht. 24 Stunden Feuchtigkeit. Ja, nur nicht Feuchtigkeit, Pflege. Ja, ich glaube, in den 24 Stunden habe ich mir schon 10-mal die Hände gewaschen. Aber egal. Ja, Darf und ich, wir sind jetzt nicht unbedingt so die allerbesten Freunde. Darf riecht auf meiner Haut immer ein bisschen merkwürdig. Ich schaue mal, wie das mit der Handcreme ist. Ansonsten freut sich sicherlich meine Schwester oder meine Mutter darüber. Dann geht es halt weiter. Dann haben wir hier auch eine Bodylotion, ebenfalls für sehr trockene Haut. Das ist sehr pflegelastig. Ja, pflegt und repariert ab der ersten Anwendung. Pro Feuchtigkeit, pro Lipide, pro Hautschutz, parfümfrei von Vasenol. Vasenol, also dieses Schild oder dieses Firmenlogo, das kommt mir irgendwie so bekannt vor, aber hieß das Vasenol? War das nicht Vaseline? Haben die einen neuen Namen? Ich weiß es nicht. Ja, ne, freue ich mich. Kann man jetzt, wenn es dann frischer, kalter draußen wird und die Haut trockener wird, kann man das gut gebrauchen. Dann habe ich hier von Mud Maski eine Augenmaske. Ganz schön groß. Ja, für dunkle Augen oder gegen dunkle Augenringe und Fältchen, trockene Haut, angeschwollene Augen. Sind 30 Milliliter drin. Ganz schön groß. Ja, nee, aber trotzdem freue ich mich. Kommt in Anwendung. Dann haben wir hier von Barbour 7 Ampullen Hydro Plus intensive Feuchtigkeit. Da freue ich mich auch drauf. Ich glaube, die Barbour-Ampullen, die sind auch gar nicht mal so günstig. Und hier sind dann wirklich 7 Stück drin. Soll es dann eine Wochenanwendung sein? Ich weiß es nicht. Nein, steht da nicht. Ich werde da wahrscheinlich dann auch nicht eine Woche, sondern werde das in unregelmäßigen Abständen machen. Aber ja, freue ich mich. Und dann haben wir hier noch, das ist das letzte, von Kyrolon ein Augenbrauen-Feuchtigkeitsmittel.
Forming Gel. Das ist eine Farbe. Nee, ich glaube nicht, steht hier nichts von. Ich mache es aber auch jetzt nicht auf, weil ich sehe gerade, es ist auch nur nach Öffnung. Ah, ne, da steht es clear. Nach Öffnung nur 3 Monate haltbar. Ja, das lege ich mir dann auch erstmal ins Backup. Schön, freue ich mich. Das war auch das letzte Produkt. Ja, sehr pflegend. Diesmal die Box. Für alles für trockene Haut. Jo, sehr schön. Freue ich mich. Ja, das war's. Ich würde mich natürlich gerne über einen Daumen nach oben, über ein Abo und einen netten Kommentar von dir freuen. Und dann sehen wir uns. Ciao!